wandern durch das schöne Sudetenland und halten von den Kuppen des Altvatergebirges Ausschau. Dort wölbt sich der breite Rücken des 1492 Meter hohen Altvaters, von dem diese Bergwelt den Namen hat. Der Wald beherrscht diese urwüchsige Gebirgslandschaft. In den Tälern entstanden an vielen heilkräftigen Quellen bekannte und für den deutschen Ordnungssinn sprechende Kurorte. Unterhalb des Altvaters liegt Bad Karlsbrunn mit seinen starken Eisenquellen. Der Deutsche Ritterorden baute vor vielen Generationen diese schlichten Holzhäuser, die bis in unsere Tage Kur- und Badezwecken dienten. Wie in den meisten deutschen Mittelgebirgen lebten auch die Menschen des Ostsudetenlandes vorwiegend von der Heimarbeit. Vor allem wurde das Holz, mit dem der Wald nicht geizte, für Schnitzereien verwendet. Das ist ein Spanschachtelmacher. Er fügt die Späne zu hübschen Holzdosen zusammen. Aber auch die Kleinen müssen schon fest mit an die Arbeit, in die sie sich mit Lust und Liebe fügen. Ein Gang zum Heidebrünnel ist von besonders lohnender Schönheit. Hier in Niederlinde-Wiese wandte vor über 100 Jahren der Bauer Johann Schroth als einsichtiger Laie eine heute allgemein bekannte Heilmethode zuerst an. Durch sie erfährt der Körper des Patienten eine günstige Umstimmung. Unabhängig von Johann Schroth führte auch der naturheilkundige Vinzenz Priesnitz seine bekannten Wasserheilkuren durch. In dem Wort Priesnitz-Umschlag erhält sich sein Name in weiten Kreisen lebendig. Im friedlichen Gräfenberg, seinem Geburtsort, steigerten sich in einem Zeitraum von über einem Jahrhundert ununterbrochen die Zahl der Heilungssuchenden und Heilerfolge. In den weiten Tälern des Altvatergebirges liegen zahlreiche betriebsame Städtchen. Hier Freiwaldau, die altertümliche Tuchmacherstadt. Das ist die Bergstadt Freudenthal mit dem ehrwürdigen Schloss des Deutschen Ritterordens. Das arbeitsame Jägerndorf. Wo einst der Handwebstuhl gemütlich klapperte, folgten später, mit der allgemeinen Technisierung Schritt haltend, die mechanischen Webstühle. Jägerndorfer Tuche sind weltbekannt geworden. Troppau wurde im 12. Jahrhundert zum ersten Mal genannt. Im Zeitalter des Barocks wetteiferten Adel und Bürgerschaft im Ausbau der wohlhabenden Stadt. Musik.
Südöstlich des Altvatergebirges durchfließt die junge Oder, ein mustergültiges Bauernland, das Kuhländchen. Der Name Kuhländchen spricht für die wertvolle rotscheckige Rinderrasse, die unsere Bauern gezüchtet haben. Aber auch eine reiche bäuerliche Kultur hatte sich hier erhalten. Die Kuhländler tragen schöne, ihrem Wesen entsprechende Trachten und pflegen althergebrachte, beschwingte Volkstänze. Der Tüchletanz. Kochlöffeltanz. Mittelpunkt des Kuhländchens ist Neutitschein. Seinen weiträumigen Marktplatz umschließen vollständig erhaltene Laubengänge. Große, weltbekannte deutsche Hutfabriken sind hier entstanden. Die Felle werden geschoren und anschließend die Haare nach ihrer Güte sortiert. Nun werden die leichten Härchen auf große rotierende Kegel geblasen. Mit heißem Wasser werden sie gebunden. So groß ist der zukünftige Hut, den man in diesem Zustand eine Fache nennt. In den Walken wird er in fast 100 Arbeitsgängen verfilzt, wobei er immer mehr zusammenschrumpft, bis er die gewünschte Größe gefunden hat. Dann wird er geformt. Und erhält auf anderen Pressen das endgültige, gefällige Aussehen. Nahe den Westbeskiden liegt das verträumte Bergstädtchen Stramberg mit der letzten alten Grenzburg Stranenberg. Im weiten Nordmeerer Land liegen viele alte deutsche Städte, deren Gründung ins 12. und 13. Jahrhundert zurückreicht. Sternberg mit dem Liechtensteinschloss. Das Wappen der alten Bergstadt Goldenstein. Mährisch-Schönberg, die rührige Industriestadt. 1816 wurde in einer mährischen Tuchfabrik der erste maschinelle Betrieb eingeführt. 1914 dagegen zählte das Sudetenland bereits rund 9000 Fabrikbetriebe. Hier tragen die Frauen und Mädchen eine schöne Festtagstracht
mit kunstvollen Gold- und Silberhauben. Die Laubenstadt Zwittau ist der Mittelpunkt eines uralten Bauernlandes, des Schönhengstgaues. Die Schönhengster lieben das edle Volkslied besonders. Ihr Landsmann Walter Hensel gilt als der große deutsche Volksliederneuerer. Die Schönhengster sind arbeitsam und gutgläubig. Ihre Gotteshäuser sprechen nicht nur für ihre Frömmigkeit, sondern auch für die bäuerliche Eigenart ihres Landes. Bezeichnend für diese Landschaft sind auch die festgeschlossenen, vierkantigen, auf fränkische Siedler zurückführenden Bauernhöfe. Sie waren nicht selten Jahrhunderte hindurch im Besitz des gleichen Geschlechts.